Hallo Freunde des Lichts. Manchmal muss man eben Entscheidungen treffen an den Bienen, auch wenn das Wetter nicht passt, wenn es regnerisch ist, wenn es kalt ist. Wir haben jetzt 5 Grad Außentemperatur. Aber hier war bei dem einen Volk, und zwar bei dem hier, da war vor 2 Tagen, lag vorne auf dem Flugbrett, lag die Königin tot und 10, 15 Bienen dabei. Und deswegen muss man jetzt einfach mal reinschauen. Das muss man nachschauen, das kann man nicht einfach so lassen. Das ist Schorsch. Hallo. Ja. Und jetzt geht's an die Bienchen. Schau, die obere Zeige runter. Ich habe die Wabe in der unteren Zeige, die noch Brut hatte, noch offene Brut, keine Eier, aber noch offene Brut. Die habe ich gezeichnet. Aha. Okay. Ja, die, da war offene Brut. Ja. Und da konnten die mit Sicherheit noch der Königin nachziehen. Jetzt brauche ich nur die 2 zum Nachschauen. Schau, dass da keine Zelle drauf sind. Ja, da hätte mit Sicherheit Zelle drauf. Ja. Ja, etwa. Ja. Da hättest du Zelle, nicht nur ein. So, jetzt machen wir Folgendes. Weil die Zellen müssen jetzt weg und dann kommt anschließend eine neue Königin rein. Dass es voll gehalten bleibt und nachher jetzt, wenn es losgeht, richtig voll durchstarten kann. Machen wir die Zelle, dass die nicht an der kalte Rode falle. Jetzt sitzen die Bienchen natürlich überall rum, wo es warm ist. Da jetzt keine Reiselzellen. Nur ein bisschen Drohne. Drohne. Ein bisschen spät. So. Das ist eine Nachschaffungszelle. Ich meine da die Drohnenzelle. Achso, ne, die sind schon frische. Ja. Hat ja wahrscheinlich gemerkt, dass das was nicht in Ordnung ist. Ja. So, die kommen. Da darf da man keine übersehen. Ja, sonst wird es blöd, wenn eine übersehen wird. Ja. Dann müssen alle raus. Also ohne die Wabe bienenfrei zu machen, keine Zellen brechen. Kann man nicht sehen. Das könnte eventuell Drohne sein, aber zur Sicherheit machen wir sie weg. Ja, vorsichtshalber. Das sind Drohne. Das ist auch nochmal eine Zelle. Keine übersehen. Nur vorsichtshalber eine mehr wie eine zu wenig. Genau. Das ist die Devise. So, jetzt machen wir die wieder in die richtige Lage, wie sie waren. So, und das war es auch schon wieder. Aber es muss halt manchmal einfach sein, dass man ins Volk reingeht. Egal, was für Umweltbedingungen herrschen, wenn man das Volk halten möchte, wenn es ein Wirtschaftsvolk sein und bleiben soll.
kommt natürlich auch gleich noch die neue Königin rein. Denn Schorsch hat noch einen in der Hosentasche. Seit Dezember trägt er die in der Hosentasche mit sich rum. Das ist klar, und jetzt darfst du rein. Bisschen Platz schaffen. Und schon ist gut. Die sind natürlich jetzt ein bisschen aufgekratzt, okay, ist ja klar. Das mögen die nicht so sehr. Und auch die Haare mögen sie nicht so sehr. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Bienenvideo.